Hallo Leute, und weiter geht es auf unserer Griechenlandreise mit dem fünften Teil. Heute zeige ich euch das Camp Gythium Bay und das Camp Tolo Beach. Hier am Camp Gythium Bay verbrachten wir einige Tage. Hier gefiel es uns sehr gut. Wir haben einen wunderbaren, schönen, übersichtlichen Platz bekommen, der zentral gut gelegen war. Wir hatten nicht weit zum Pool und zum Strand und in die andere Richtung waren gleich mal die Waschhäuser. Der Platz war sehr abwechslungsreich gestaltet. Es gab auch Plätze für Zelte, die mit schönem Naturgrün überdacht waren. Hier gleich bei der Einfahrt befand sich die Rezeption, wo man gut stehen bleiben konnte. Hier rechts war die Küche des Restaurants. Auf der linken Seite konnte man schön im Schatten der Bäume im Gasgarten sitzen. Hier befand sich auch eine Bar, die schon recht früh offen hatte. Anschließend zwischen Gasgarten und Strand befand sich der Pool. Die Poolanlage war super schön angelegt und sehr gepflegt. Diese Dusche, umringt von Palmen, war traumhaft. Die Tage hier auf diesem Platz haben wir richtig genossen. Es gab auch mal circa für 2 Stunden Regen. Aber das war es dann auch schon wieder. Sofort kam die Sonne wieder durch. Warm war es trotzdem Regen.
Nach ein paar Tagen ging es weiter in Richtung Osten, zum Camp Tolu Beach. Dieser Platz war als reiner Zwischenstopp geplant, am Weg zum Camping Ionium Beach, wo wir die letzten Tage vor unserer Fährfahrt von Patras zurück verbringen wollten. Dort angekommen waren wir gleich mal hungrig. Der Platz selbst war sehr naturbelassen und es gab noch genügend Platz, den wir uns aussuchen konnten. Der Besitzer war sehr freundlich. Er ging gleich mal den ganzen Platz mit uns ab und zeigte uns alles. Hier war der Ausgang vom Camp zum Strand. Bis zum Strand waren es ca. 200 Meter. Von hier aus links als auch rechts befand sich jeweils eine Strandbar mit liegenden Sonnenschirmen am Strand. Hier gleich am Eingang war die Rezeption und danach war gleich das Restaurant mit einem schönen Gastgarten unter Bäumen. Ein Waschhaus war total neu und echt schön und sauber. Hinter den beiden Strandbars gab es viele große Plätze, wo man schön frei stehen könnte.
Ich glaube, beim nächsten Mal an diesem Platz würde ich zumindest 2 bis 3 Tage hier bei den Bars frei mit Blick auf das Meer stehen bleiben. Am nächsten Tag ging es dann wieder weiter zum Camping Ionium Beach. Den kennen wir von unserem ersten Griechenlandbesuch 2018. Hier wollen wir die letzten Tage in Griechenland verbringen.